euch Leute, ich habe mal wieder die Anmoderation vergessen, deswegen kommt die jetzt eigentlich am Schluss, wo wir unsere Tour hinter uns haben. Also ich habe mich an diesem Wochenende mit den Frankenräubern getroffen und wir haben echt eine tolle Zeit hier verbracht. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was wir so alles erlebt haben, dann bleibt einfach dran, guckt zu, startet gleich ein kleiner Film und am Ende sehen wir uns nochmal. Bis denn, tschüss! Okay. Ich glaube, Marcel, das musste man noch ein bisschen üben. Ja, es läuft das wenigste aus. Vielleicht habe ich einfach doch ein bisschen zu viel, inklusive Kaffeepulver muss ich vielleicht. Aber denk, ist doch wurscht. Jetzt? Hey. Guck. Oh, ei, der Witzka. Heide Witzka. Das wird geübt, Herr Kollege. Schlag dich doch. Also irgendwie ist das nicht so der Knaller, oder? Mhm. Mit oder ohne? Danke, danke. Das ist gezuckerte Kondensmilch. Willst du? Ja, bitte. Ordentlicher Schuss. Sehr gut. Mit nichts weiß, so stark ist der Kaffee. Da muss man umrühren. Gehen wir mal um. Guck. Sitzt du schon vor mir, gell? Vor der Kamera, du ja, Vogel. Immer. Ja, immer. Auf rein. Euch, Leute. Cheers. Ja, schöner Kaffee, unser Gast. Genau. Der andere sucht seine Frau im Wald. Die ist hier verschollen. Mit Motorrad. Marcel. Die Zeit läuft. Wir erzählen dir nicht, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben. Pfeifenprolet. Genau, wollte ich gerade sagen. Pfeifenprolet. Ein Räuber ohne Pfeife. Ist nichts wert. Ihr zwei Schleim. Thank you.
So schöne Liegen. Durch den höchsten. Instagram. Instagram. Okay. Tja, Leute, wir kommen zum Höhepunkt unserer Wanderung. Den Proteinriegeln aus Insekten. Ne? Da hast du dich ja schon drauf gefreut, Marcel. Ja, wieso? Gesponsert von meiner lieben Frau. Ich sag euch das mal hier. Swarm. Ja. Mit welchem Riegel wollen wir anfangen? Red Berries 20% Protein oder Chia Hazelnut? Machen wir den roten, oder? Den roten. Einen haben wir verloren, den braunen Schokolade, der liegt irgendwo im Wald. Okay, Marcel, starte. Haltet mal auf. Augenplätze, fertig, los. Oh, ist ja auch dunkel. Ja. Ah, ja, jetzt seht ihr wieder räuberlich geteilt, ne? Na klar. Brüderlich geteilt, Schwesterlich beschissen. Markus? Ja, danke. Riecht also... Michael? Ich glaube, ich sehe noch einen kleinen Fühler von der Grille. Ich sehe gar nichts. Hier, da sieht es so aus, als wäre da eine Grille drin. Ja, Leute, man sieht noch die kleinen Insekten, die da drin verarbeitet sind. Und wollen wir mal reinhauen? Na klar. Also, Achtung! Ja. Schmeckt wie ein normaler Fruchtriegel. Ne? Man sieht es in Kerne, aber keine Tiere. So ein bisschen Kerne. Sieht, ist doch keine Grille gewesen. Ist eher Pulver. Ne? Schmeckt wie ein ganz normaler Fruchtriegel. Ja. Dann haben wir den nächsten auch noch weg. Oder? Sojamilch und alles Mögliche drin. So habt ihr keinen Hunger mehr. Auch mal in die Kamera. Ah, ja. Also, ich glaube, das Ganze ist spiegelverkehrt hier. Egal. Kannst du am Computer regeln. Ja, okay. Hauen wir den noch weg. Ich sag mal. Die Fruchtriegel vom Aldi. Ja. Also, dafür sind sie recht teuer, würde ich sagen, oder? Ich habe ein bisschen mehr gehofft davon. Grober. Denke ich, von der Grille oder sonst was. Aber dass es dann vielleicht so durchgeknurrt ist. Durch da. Nee. Hä? Nee, ist auch nur Korn. Ja. Okay, ja. Die nächsten Riegel. Nächste Riegel. Aber ich sag mal, der riecht genauso, aber nur ein bisschen nach Haselnuss. Der ist auch Haselnuss. Ja. Auf euch. Aber wenn du so siehst, lauter Körner nur. Du siehst eigentlich nichts davon. Ja. Finde ich. Also, schmeckt wie ein ganz normaler Früchteriegel. Aber für den Preis würde ich mir jetzt nicht die Dinge unbedingt kaufen. Genau. Würde ich auch nicht. Also, das nächste Mal Insekten pur. Ja. Das nächste Mal Würmerburger, oder? Ja. Oh ja. Ja. Okay. Probieren wir aus. Soweit, so gut. Wir, denke ich, satteln wieder auf und dann sehen wir uns gleich nochmal. Zum Schluss. Genau. Sehr schön. Ciao. Ciao. Servus. So Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal mit den Falkenräubern.